Ja, also, ich weiß ja gar nicht, wo ich hinschauen soll bei dieser Üppigkeit, aber alles haben sie mitgebracht in jeder Größe und jeder Auffälligkeit, um sie zu retten, die Weimarer Mühle. Ja, das stimmt, die wollen wieder die Weimarer beleben und es würde uns freuen, wenn sie wieder aufgestellt werden. Dabei steht, ich schätze momentan das Wasser bis zum Hals. Nicht nur bis zum Hals, sondern über Hals. Überall, ja, ja, ja. Das kann man nur ganz irgendwie mit diesem Kraftakt retten. Ihr müsst etwas tun, eine GmbH. Gott muss bald helfen. Eine GmbH? Oder ihr habt euch so jetzt Zeit wie die Zeit. Also wir schauen uns jetzt einmal diese Baywatch-Jungs, wenn die in Rettungsaktion treten. Jetzt schon was aus, hey! Da weiß ich nicht, ob die das jemals überlebt hat. Jetzt gibt es noch die Mund-zu-Mund-Beatmung, das schaut eher wie aus wie in Folterei. Die Mund-zu-Mund-Beatmung schaut schon professionell aus. Ja, würde man eher mit die hintere Reihe anstellen. Ja, das ist leider so. Ja, ist gerade die Luft ausgegangen. Mehr als nur genug. Aber schaut euch an, sie lassen für ihre Aktion sogar die letzten Hüllen fallen. Komm da her, meine brasilianische Schönheit. Also da ist ja alles vorhanden. Also du hast auch bei der Verteilung dreimal aufgezeigt. Du hast bei der Verteilung dreimal aufgezeigt. Aus, ja. Hab ich Glück gehabt. Glaubst du, bringt dir diese heutige Aktion etwas? Wer zu schaffen? Wird wieder Wasser fließen im nächsten Sommer? Ich bin mir sicher, dass wir die Weihmühle retten können. Also mit, man kann es nur retten so. Dann haut euch weiter ins Zeug. Thank you.